Sie fährt wieder, die Südbahn, von Parchim nach Malchow, also genau das Teilstück, für das in den letzten Jahren so sehr gekämpft wurde. Allerdings, das ist die Krux an der Sache, die Südbahn fährt nur an wenigen Tagen im Jahr. Es gibt einen Saisonfahrplan. Die Bahn fährt allerdings nur zu bestimmten Großereignissen in der Region. Dank der Zusammenarbeit in den Arbeitsgruppen auf Landkreisebene wurden 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Tourismusverband Ludwigslust-Parchim ist Träger der Aktion. Die Initiative für den Erhalt der Südbahn koordiniert den Saisonverkehr gemeinsam mit der ODEC und Regio Infra. Das Ziel ist im Grunde zu zeigen, das touristische Potenzial unserer Region und quasi das Thema Südbahn am Rollen zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kämpfen ja seit 2013 für die Wiederinbetriebnahme dieser Strecke Malchow-Parchim. Das Ziel am vergangenen Samstag war die Badewannenrallye in Plau am See. Es war der dritte von insgesamt 6 Fahrtagen. 4 Fahrten gingen von Parchim nach Malchow. In Karow musste Richtung Plau am See umgestiegen werden. 2015 wurden große Streckenteile der sogenannten Südbahn stillgelegt und durch Busse ersetzt. Das Thema und vor allem das Teilstück zwischen Parchim und Malchow ist längst keines mehr des außerparlamentarischen Protestes. Der Landkreistag steht hinter den Bahnbefürwortern. Es gibt jetzt auf Initiative hier unseres Kreistages in Ludwigslust-Parchim die Bitte der Fraktionsvorsitzenden aller im Landkreistag vertretenen Fraktionen, fast aller, ein Gespräch mit Frau Schwesig zu führen. Denn wir haben die Situation Malchow-Waren, hat jetzt eine fast 10-jährige Perspektive. Die Perspektive Parchim-Ludwigslust-Hagenow ist auch gesichert durch die Ausschreibung, die im Moment läuft. Und dieses kleine Teilstück, worum wir kämpfen, Malchow-Parchim, es ist höchste Zeit, dass man diesen, naja, ich sag mal einfach diesen Schwachsinn, diesen verkehrspolitischen Schwachsinn hier ein Teilstück rauszunehmen und ihn mit einer Buslösung zu ersetzen, die nicht richtig nachgefragt wird. Von daher ist, glaube ich, arbeitet die Zeit für uns. Dabei geht es der Initiative für den Erhalt der Südbahn explizit nicht darum, den Bus gegen die Bahn auszuspielen. Vielmehr wird ein integriertes Verkehrskonzept angestrebt. Die Bahn ist schnell und unkompliziert. Also sie ist nicht abhängig von Verkehrsströmen auf der Straße. Und sie ist bequem und verbindet uns mit den Schnellstrecken Hamburg-Berlin und Rostock-Berlin auch. Ne? Das ist also ein unschätzbarer Vorteil für den ländlichen Raum. Und der Bus hat seine Stärken in der Feinverteilung. Also sobald quasi die Bahn am Bahnhof in Lübs ist oder im Bahnhof in Karow, muss ein Bus dastehen, Zeit abgestimmt, um die Leute dann in die Dörfer zu bringen. So stellen wir uns einen integrierten Fahrplan vor. Von Karow dauert es mit der Bahn bis Plau am See nur noch 12 Minuten. In dem Tourismusort ist an diesem Tag mit der traditionellen Badewannenrallye das Saisonhighlight zu erleben. Vom Bahnhof in 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. Die Initiatoren des Saisonverkehrs setzen nun ganz stark auf das Spitzengespräch mit der Ministerpräsidentin. Hoffentlich kommt der Termin. Wir haben da schon relativ lange nachgefragt und haben noch keinen Termin. Und wir planen Aktionen auch in Richtung Schwerin. Denn wir haben das Gefühl, dass dieses Teilstück Malchow-Parchim politisch, wie soll man sagen, überzeichnet ist. Also wir wollen hier eine vernünftige Lösung haben und man muss entsprechend Druck machen. Die Südbahn fährt am 4. August wieder. Da sind dann mit dem Inselseefest Güstrow, dem Strandfest Quetzin und dem Müritzschwimmen in Wahre-Müritz gleich mehrere Ziele auf der Südbahnstrecke von Interesse.